Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Together Bayern. Ja, hallo, da sind wir wieder und ratet mal, wo wir sind. Natürlich in Bash. Wir würden euch nie was anderes zeigen, weil letzten Endes, wir wollen euch doch Bash nicht vorenthalten. Und ja, deswegen bashen wir jetzt ordentlich durch. Ja, genau, wir haben ja sowieso keine andere Wahl. Ich bashe noch. Aber ist ja alles nichts. Da muss man manchmal durch. Wir könnten die Haie machen. Wir könnten die Gruppenquest-Haie machen. Ach so, ja. Ich glaube, hier in der Gruppensuche ist nicht mal irgendwas. Ach so, Shugo-Instanz ist sogar offen. Das könnte man sogar mal machen. Jetzt sind wir hier drin. Jetzt sowieso. Nee, das lohnt jetzt sowieso nicht. Weil du ja sowieso wieder hin und her laufen musst. Und das dauert alles wieder Ewigkeiten, bis man dann wieder hin und her gelaufen ist. Genau. Aber so viel ist es ja nicht mehr. Nur noch 1000% und dann sind wir auch durch hier mit Bash. Genau. Vielleicht weißt du eigentlich, wie viel wir Prozent wir pro Folge eigentlich generieren? Weißt du das? Hast du da einen Referenzwert ungefähr? Nö, ich glaube so zwischen 5 und 10% irgendwo, aber ich denke mal eher bei 5%. Heißt im Klartext? Ich glaube eher 10, glaube ich. 2, 3, 4. Also zwischen 5 zwei, und 10. 2 bis 4 Folgen werden wir hier noch drin verbringen müssen. Bis zu meinem nächsten Ab. Was wiederum bedeutet, dass das natürlich noch ein bisschen bedeutet, bis es bedeutet ist, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, keine Ahnung, wir können dann, danach geben wir halt auf jeden Fall, wie gesagt, halt mal die Questen, dann hast du da sowieso schon mal 20%. Genau. Ihr seht auf jeden Fall mal wieder einen etwas anderen Content. 20%, Und wahrscheinlich wird es dann wieder darauf hinauslaufen, 20%. Dass wir dann wieder hier reinkommen müssen und ja, naja, zählt ja nichts. Voll doof. Nur etwas doof ist das auf jeden Fall. Nee, das ist voll doof. So, voll doof. Du weißt es. Ja. Voll doof. So doof wie doof. Döfer als ja, doof. Ja, düfer als doof, ja. Düfer? Düfer. Eindeutig. Okay. Das Konzept ist halt ein bisschen, wie soll man sagen, das Konzept ist halt ein bisschen zusammengeschrumpft von dem Spiel. Ne, von Iron. Es ist nicht ganz aufgegangen. Weiß jetzt nicht ganz genau, woran das jetzt liegt. Ich würde jetzt vielleicht, wie soll man sagen, ist ein bisschen blöder. Das sind halt, gut, ich meine, das Spiel wurde neu released, ne? Da hatten wir, glaube ich, dann danach auch angefangen. Also es war ja auch erst, lange Zeit erst, hast es bezahlt und dann hast es halt ja so bekommen halt. Ne? Genau. Es war ja erst halt ganz normales Kaufspiel. Genau. Ja. Und ist dann Free-to-Play so gesehen geworden, natürlich immer noch so mit dem Goldpaket-Modus. Das ist ja auch in Ordnung, das finde ich auch eigentlich grundsätzlich relativ fair. Muss auch finanziert werden, also da, wie gesagt, letzten Endes, da kommt man nicht drum rum, wenn man so ein Unternehmen hat. Es muss ja irgendwie finanziert werden und wenn man es schon kostenlos spielen kann, dann müssen halt auch Bonusinhalte rein. Klar, es gibt Spiele, die sollen nicht unbedingt oder werden dann nicht unbedingt Pay-to-Win. Andere sind es mehr. Fiesta ist eins von den Fällen, wo, sagen wir mal, Pay-to-Win doch ganz groß geschrieben wird. Andere Spiele finanzieren sich halt mehr oder weniger durch die Klamotten oder sowas. Man muss halt sehen, in allen Spielen sollte es wenigstens so sein, oder zumindest alle, die ich kenne, ist es eben so, dass du zumindest den Grundcontent, Erweiterungen nicht immer, gerade bei größeren Spielen ist es so, dass du halt die Erweiterungen dazu kaufen musst. Aber der Grundcontent ist in der Regel dann habe ich auch gleich mal erhältlich. Dann habe ich auch gleich mal sowieso noch ein Thema und eine Frage. Was ist für dich eigentlich Free-to-Play? Was ist das eigentlich für dich? Was ist Free-to-Play? Also Free-to-Play ist ein Spiel, ist ein Titel, den du wirklich spielen kannst, ohne einen Cent investiert zu haben. Mit Einschränkungen vielleicht, aber du kannst ihn spielen. Das ist Free-to-Play. Pay-to-Play ist halt eben genau das Gegenteil. Du musst etwas investieren, entweder sei es Abo oder normale Spiele beispielsweise als Kaufspiel. Okay. Wieso? Was ist für dich Free-to-Play? Unterscheidest du da nicht nochmal oder sagst du halt pauschal jedes Spiel, wo ich halt ich unterscheide da gar nicht. Das ist die allgemeine Unterscheidung. Wenn du spielen kannst, frei, ohne dass du was dafür bezahlst und es natürlich legal spielen kannst. Gibt ja auch immer noch die netten Leute, die meinen, ja, wir müssen alles runterladen. Die spielen dann auch Free-to-Play, aber die spielen auch Free-to-Play. Das ist nicht schlecht.
Nein. Ja, aber ja, aber damit hat man sich ja sowieso in letzter Zeit, damit hat man sich auch sowieso heutzutage eigentlich relativ viel Abhilfe eigentlich geschafft, ne? Dass es ja, dass der die Anzahl an Raubkopien eigentlich nicht mehr ganz so krass relevant ist, wie das vielleicht vor ein paar Jahren vielleicht halt auf jeden Fall mal noch war. Ja, weil ich denke jetzt, also es wird's natürlich, gibt's halt auf jeden Fall noch, ne? Aber ich denke halt gerade die Spielehersteller, die haben sich so darauf eingestimmt, dass man versucht, weil ansonsten hat man ja auch mittlerweile auch keinen Vorteil mehr, beziehungsweise also ich, ja, Stich, genau, aber dass man halt Richtung Online geht halt, sagen wir es mal so, ne? Ja, und genau das ist ja der große Nachteil von den neuen Spielen. Gibt viele, die sich darüber aufregen. Bekanntester Aufreger ist zum Beispiel Gronkh, der SimCity? Ja, SimCity, SimCity 4, nee, also das neue SimCity, was er da mal angespielt hatte, war auch so Online-Zwang. Und irgendwann gab es dann Probleme mit den Server und er hat halt eine Stunde gespielt und dann gab es das Server-Problem und als er wieder reinkam, war die komplette Stunde weg oder was er da halt aufgenommen hat. War sein Grund, das Let's Play zu beenden. Das habe ich, glaube ich, auch mitbekommen. Der hatte dann relativ viel bei City Skylines halt gespielt gehabt, ne? Glaube ja, ich, genau. Das Let's Play lief dann auf jeden Fall länger. Genau, City Skylines genommen. Ja, wie gesagt, SimCity hatte noch ein paar andere Problemchen. Aber das, eben dieser Online-Zwang, eben diese Stunde, die ihm da gefehlt hat, war der Grund, das zu beenden. Auch das jetzt war also Just Cause 3, was er jetzt aktuell spielt, auch ein tolles Spiel, auch, sagen wir mal, eine nette Sache, aber ständig wirst du da, wenn du keine Verbindung zu den Servern hast, unterbrochen. Da hat er auch schon teilweise, soweit ich gesagt, da ziehe ich mir halt lieber eine Kopie, scheiß auf die Online-Statistiken, brauche ich sowieso nicht. Mit einem Crack kann ich das spielen als jetzt und gecrackt wird es ja sowieso schon. Ich meine, der ist gerade dauert keinen Tag, egal ob Online-Zwang oder nicht, ist so ein Scheiß-Crack draußen. Letzten Endes, da frage ich mich, ja, warum dann noch machen? Warum dann noch unbedingt den Zwang dafür? Tja. Weil, wie gesagt, ist offensichtlich nützt, tut es ja eh nichts, weil irgendwie kriegen das die Leute immer irgendwie hin. Ist natürlich schlecht für die Publisher, natürlich schlecht für die Entwickler, aber müsste man halt gucken und sich andere Lösungen einfallen lassen. Die Leute mehr oder weniger freiwillig auf das Originalspiel ziehen. Entweder durch, ähnlich wie es bei Free-to-Play ist, ja, sagen hier, hör ich drauf, du kriegst Bonusinhalte. Du darfst das Spiel, was weiß ich hier, bis Level 10 spielen, in Anführungsstrichen, wenn es ein Rollenspiel ist oder sowas. Und danach kannst du es dir immer noch freischalten. Sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Na gut, das könnte man dann wahrscheinlich offline auch wahrscheinlich wieder quacken oder sowas in die Richtung, ne? Ja, natürlich. Das ist aber natürlich auch wieder unmöglich. Aber ich sag mal so, da, ne? wenn du schon angefangen hast, das Game zu zocken, es gibt ja wirklich welche, zumindest die sagen es, ich weiß nicht, ob das so ist, die sagen ja, okay, wenn das Spiel gut ist, dann kaufe ich es mir auch als Original oder ich hätte es mir auch als Original gekauft, wollte es aber erstmal antesten und dann habe ich es auch gleich durchgezockt oder sowas in der Art. Gibt ja wirklich solche Leute, zumindest denen könnte man dann die Ausrede wegnehmen oder man könnte denen dann halt sagen, hier ist halt nicht so. Und vor allem, ich sag mal so, diese gerade der Online-Zwang, die Serverkosten der Kopierschutz, das ganze, der ganze, ganze Klimbims, das schlägt sich ja auch im Preis nieder. Ja, klar. Das ist ja nicht so, dass das alles wenig kostet. Und ich meine, wenn man dann schon sagen könnte, ja, okay, ich muss keine Server unterhalten, ich brauche das nicht, ich brauche jenes nicht, wisst ihr was? Ich kann das Spiel einfach mal 10 Euro billiger machen. Würden vielleicht einige mehr sagen, ja, okay, für 10 Euro weniger nehme ich das. Wobei das Problem ist halt, denke ich, halt auch ein Stück weit. Ich kann mich daran erinnern, dass nur mal, wie gesagt, als ich angefangen habe, hat so ein gutes Spiel, ein gutes neues Spiel, so um die 30, 35 Mark gekostet. Okay. Jetzt sind wir bei einem normalen Top-Titel, der frisch rauskam, bei so 60, 65 Euro. Ist das auch noch für PC so? Ich glaube nicht, oder? Teilweise schon, ja, es kommt drauf an, wie war das bei Fallout? Wie viel hat das Fallout gekostet? Fallout waren 65 Euro. Echt? Über Steam. Viel? Ach, über Steam ja. Sogar direkt. Oh, krass. 65. Ich glaube, das ist jetzt momentan, ist das so, oder ich glaube, ich hatte auch vor ein, zwei Monaten mal geschaut, war das bei so einem Key-Händler für 30 oder für 40 bis 50 oder so. Ja, natürlich, ist ja, halt, jetzt, ne? Ist ja jetzt ein bisschen runter und so weiter und so fort, aber ja, wie gesagt, letzten Endes. Klar, ist das eigentlich legal? Ja, ne? Das ist das eigentlich legal? So Key-Händler? Ja, ne? Eigentlich ja schon, oder?
Grundsätzlich schon. Wenn, ich sehe eigentlich gibt, ja nicht, es oder? Es gibt natürlich auch welche, es gibt da auch welche, also muss man vorsichtig sein, sollte man sich, wenn dann für einen entscheiden und dann bei dem bleiben, auch wenn, sagen wir mal, bei einem anderen was billiger ist und dann wirklich mal mit einem kleinen Spiel testen. Geht ja zum Beispiel, dass du sagst, ja okay, ich kaufe doch einen Key für, was weiß ich, 5 Euro und nicht gleich für 60 Euro, dass das Ding nicht gleich verloren geht. Aber wobei, weil es geht durchaus, dass du einen falschen oder anderen oder illegalen Key kriegst, der schon verwendet ist. Ich hatte nämlich, muss ich sagen, die haben das dort relativ abgesichert. Ne? Die eine Seite, ich weiß jetzt, ist das M-Moga oder ist das Planet Keys? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Und auf jeden Fall konnte man da, hatte ich jetzt da CSGO, hatte ich mir da gekauft gehabt darüber. Mhm. Und da konntest du halt eine Versicherung abschließen. Für 1 Euro konntest du die mit dazu buchen. Zumindest jetzt bei dem Spiel, weil es ein relativ günstiges Spiel gewesen. Ich weiß nicht, ob es dann bei größeren Spielen mehr kostet. Könnte sein. Oder die sagen pauschal 1 Euro und gut ist. Und, wobei das, ja, unterschiedlich kann, ja, weiß ich ja, jetzt nicht. Ja, ist jetzt egal. Ist jetzt auch erstmal egal. Auf jeden Fall konntest du eine, genau. Und, ja. War es dann halt abgesichert halt über die Seite halt, ne? Und hast es dann halt so gesehen halt bei einem in Anführungsstrichen extern gekauft und dann hat das irgendwie, wie auch immer das funktioniert, das habe ich irgendwie auch nicht so verstanden. Ich habe das bei in der Seite eingegeben und ich hatte direkt dann über Steam, hat mir das dann irgendjemand geschickt halt, ne? Irgendwie so ein Russe oder irgendwas auch immer, was auch immer das da war oder irgendwie so ein russischer Name. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil du musst ja eigentlich, musst du ja dann irgendwie so ein Skript geschrieben haben, dass es dann halt an die und die Steam-ID halt verschickt wird oder sowas in die Richtung halt, ne? Ja, wie gesagt, das wird über einen Server laufen und ja, das sollte dann nicht das Problem sein, da dann direkt quasi das abzuschicken. Aber ich sag mal so, es ist immer so eine Sache, gerade wenn du das dann direkt noch über Steam bekommst, E-Mail-Adresse ist eins, du könntest dir quasi eine E-Mail-Adresse für das machen, aber wenn du direkt über Steam das bekommst, hast du halt immer noch die Gefahr, dass eben dein Steam-Account, weil der ja schon mal bekannt wird, dadurch fehlt halt im Prinzip nur noch das Passwort in Anführungsstrichen. Ist jetzt zwar der wertvollste Schutz, aber die Anonymität fehlt. Klar, könntest du jeden Steam-Account auch so finden und prinzipiell, ich meine, du kannst ja keine Spiele aus einem Account löschen. Sobald du dir den Account zurückgehalten hast, hast du auch alleine Spiele wieder. Aber es ist halt immer eine Frage der Sicherheit. Und letzten Endes, es gibt ja auch bei solchen Key-Leuten eben die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich kaufe mir ja jetzt einen Code von. Also das gab's, glaube ich, auch nochmal. Bei E-Mail zuschicken. Also ich glaube, das gab's halt auf jeden Fall auch. Ne? Ich hatte das mal über eBay, hatte ich das mal bei Call of Duty oder so gemacht. Und da habe ich dann noch den richtigen Key bekommen. Ich glaube, beim letzten Mal jetzt über die eine Seite, ich glaube, ein Key war, glaube ich, etwas teurer nochmal. 2-3 Euro zumindest jetzt bei dem Spiel. Das macht dann schon 20-30%, kann man sagen. Also 20-30% teuer zumindest bei dem Spiel. Und da konnte man dann halt auf jeden Fall, beziehungsweise bei dem anderen hat man es halt einfach zugeschickt bekommen und bei dem anderen hatte man halt den vollständigen Key gehabt halt und den man halt einfach eingegeben hat. Bei dem Key ist ja dann auch eigentlich auch überhaupt nichts Verwerfliches dran halt, ne? Also auch so im Grunde genommen halt nicht, ne? Sag mal, du hast jetzt nicht den Key gekauft, sondern du hast in Anführungsstrichen, ich weiß nicht gar nicht, ob das über Steam geht, das Spiel sozusagen gebraucht gekauft. Kann das sein? Wie meinst du das? Also, dass der sich die Spielelizenz geholt hat und quasi das Spiel an dich weitergegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob das übrigens genau, geht. Doch, der hat mir das halt so geschenkt halt, ne, so gesehen. Der hat den Code halt, der wird wahrscheinlich den Code selber gehabt haben, ne. Wer auch immer, welche Firma da auch jetzt dahinter steckt oder ob es ein privater ist, keine Ahnung. Der hat halt den Code auf jeden Fall gehabt, wird den eingelöst haben, verschenkt haben und etc. Und dann lief das halt so. Also ich habe selber keine Ahnung. Du wirst wahrscheinlich auch keine Ahnung davon haben. So klingst du jetzt auf jeden Fall. Und hat mich auch gewundert, wie geht das denn überhaupt? Aber gut. Nicht, aber ist ja theoretisch, wie gesagt, das ist ja auch so, wenn du was für dir eine CD im Laden kaufst, kannst du die ja theoretisch auch weiterverkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob Steam so eine Funktion drin hat, dass du das Spiel weitergeben kannst. Ich glaube aber eher weniger. Weil eben. Du kannst ja verschenken, du kannst ja Sachen verschenken. Warum sollte man Sachen nicht verschenken können? Das ging ja. Muss ja auch gegangen sein, sonst hätte ich das Spiel ja nicht. Wie gesagt, das ist ja wieder auch so eine Sache der Account-Sicherheit im Prinzip. Das meinte ich ja. Ach so. Wenn du es verschenkst, hast du es ja nicht mehr in deinem Inventar. Wenn du doch mal gehackt wirst, ist es halt wieder weg. Weißt du, was ich meine?
Ich meine, grundsätzlich legal, wenn sie illegal wären, würde Steam da eher darauf hinweisen. Weil ich nehme an, also zumindest Steam, ich weiß nicht, ob Steam da direkt jetzt Geld für kriegt, weil das ja original Keygens sind, aber ich denke mal, die Publisher selber, die werden, sagen wir mal, die Keygens ja auch nicht so einfach rausgeben. Die werden sich schon irgendwo dafür bezahlt haben. Und ja, vielleicht ja direkt vom Verkäufer, den Mengenrabatt. Ja, Steam hat quasi so, hat es zwar dann über Steam registriert, aber nicht in Steam drin. Möglicherweise so in der Art. Ich nehme an, dass da wirklich das Ganze über Rabattsysteme funktioniert und so weiter und so fort. Oh, könnte ich mir dann halt auf jeden Fall auch so vorstellen. Ja. Dass da einer sagt, ich kaufe nur nicht ein Spiel, ich kaufe mir 10.000, wenn du mir dafür 10 Euro Rabatt kriegst. Ja, genau, klar. Das kann ja sein. Oder meinetwegen auch irgendwie eine Firma, ein kleines Subunternehmen oder sowas in die Richtung, was jetzt meinetwegen von der größeren Spielefirma vielleicht 100 Keys geschenkt bekommen hat oder sowas in die Richtung. Das kann ja, kann genau. Ja auch sein. Irgendwie Zuliefererfirma oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Vertrieb oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Wenn du jetzt zum Beispiel an EA denkst oder sowas, FIFA oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau, irgendwoher müssen ja auch die Verpackungen kommen oder sowas in die Richtung. Da gibt es mit Sicherheit auf jeden Fall Mittel und Wege, wo man dann noch an irgendwelche Keys rankommt. Naja, und ja, diese Mittel werden wir einfach mal in der nächsten Folge vielleicht mal erörtern. Und vielleicht aber auch nicht, werden wir sehen. Ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Bis denn. Tschüss.